Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu Part 2 von Minecraft Hexit. Vielleicht seht ihr ja schon ein paar Änderungen, denn ich habe das Texture Pack geändert. Genau, ich habe das Specs Texture Pack jetzt drin. Also ich habe halt mein Texture Pack geändert, weil mit Texture Pack finde ich es halt cooler. Und ja, macht natürlich auch viel mehr Spaß. Wir wollten unser Haus fertigstellen, genau. Das sind Haufen Schokobons. Ich nenne die Schokobons. Schokobon. Schokopo. Schokobo. Alter, das stirbt. Und ja, Holz hatten wir. Nein, Holz hatten wir keins mehr. Dann craften wir mal welches. Craften wir mal Holz. Machen wir es so. So, und machen dann gleich so eine Axt. Und da haben wir dann kleine Axt. Nehmen natürlich unser Schwertforce aber mit. Weil man ja auch nie wissen kann. Da ist zum Beispiel ein Portal, wie ihr seht. Kontaktbär. Bist du ein lieber Bär? Bestimmt. Hier ist ein Portal, da werden wir später auch noch reingehen. Wer weiß, wo uns das hinführt. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aber die Festung sieht so genial aus, müsst ihr mal zugeben. Da gehen wir später auf jeden Fall noch hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, na Chocopop. Chocopop. Chocobon. So, Holz. Gibt's da? Ich renne ja die ganze Zeit an Holz vorbei bestimmt. Ich hätte vielleicht Essen mitnehmen sollen. Naja, auch egal. Seht ihr das gleich, wenn ich mit der Axt abbaue, fällt der ganze Baum jetzt auseinander. Seht ihr? Zack. Weil das ist der Timebaum-Mod. Fliegt gleich der ganze Baum auseinander. Finde ich übel cool eigentlich. Und da können wir auch noch gleich den Baumstumpf hier mitnehmen. Wenn wir schon immer dabei sind, das ganze Holz abzufällen, können wir auch noch den Baumstumpf hier mitnehmen. Das schadet ja nicht. Und pflanzen gleich noch einen Setzling hin. Hier noch einen und da noch einen. Damit wir immer schön Bäume in unserer Nähe haben und nicht Ewigkeiten laufen müssen. Was mir gerade auffällt, ich muss die Geräusche weiter runtersetzen. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Und nicht so laut, wie sonst auch immer. Weil im letzten Hexenport war es ja wirklich nun extrem laut. Was ist jetzt? Hängt das jetzt? Hallo? Ich kann den Baum nicht abbauen. Oh, ach, Leute, das ist wieder ein Mega-Hack. Mega-Bug ist das wieder. Ja, sowas habe ich hier schon oft mal gehabt. Ach komm, hör auf rumzubacken. Gib mir das Holz. Bitte. Gib mir das Holz. Ich brauche nicht weiter abbauen, weil das hängt gerade sowieso. Der Bug müsste gleich vorbei sein, hoffe ich. Ah, ja, diese Bugs heutzutage, ne? Ich kann immer, kennt ihr schon, ja, man hat hier hinten halt ein Schwert, ne? Übel cool auf dem Rücken. Kennt ihr eigentlich schon meinen neuen Skin hier? Sieht doch übel chillig aus, mein Skin, oder? Wie findet ihr den Skin denn eigentlich so? Ich finde ihn eigentlich übel chillig. Den Skin übel lol, Alter. Macht voll Spaß hier. Was jetzt? Ah, okay, er ist wieder regeneriert, also es war ein Monster-Bug. Passiert auch mal beim Timebomb-Mod dann halt. So, jetzt ist er aber kaputt. Und wir nehmen das natürlich wieder mit. Lalalalalalalala. So, ich hoffe, dass jetzt nicht zu laut ist. Ich kann ja die Geräusche sogar noch ein bisschen runtersetzen. Und dann pflanzen wir noch einen Baum ab, weil es so schön war. Der ist doch hier so schön groß. Guck, da oben ist noch ein und da hinten ist noch ein Haus. Fällt mir gerade auf. Cool, lass mal später dahin gehen. Auf jeden Fall, aber erstmal, wenn wir ein bisschen Rüstung und Eisen haben, wenn wir Höhlen erkundet haben und so. Weil so will ich eigentlich nicht so reingehen, so mit freier, bloßer Hand. Ach, die lasse ich jetzt, das dauert zu lange. Das craften wir alles mal schnell um. Nur 56 Holz, dann nehmen wir noch den hier mit. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Ich weiß, was wir noch alles machen möchten mit den ganzen Holz. Und den hier auch noch mit, weil der so schön hier rumsteht. Da sind Pinguine da vorne. Lass mal zu den Pinguinen gehen, Alter. Alter, was sind bei denen los? Pinguine, was geht bei euch? Ey. Pinguine, lass mal ein Foto machen. Warte mal. Ich stelle mich jetzt mal hier so hin. So. Nein. Nein, geh doch nicht weg. Oh, du bist so... Bleib mal. Bleib jetzt mal wieder stehen. Und jetzt machst du Screenshot. Ja, perfekt, Alter. Das könnte man vielleicht als Thumbnail sogar benutzen. wenn ich die schlage, werden die da böse? Nein! Ja, die werden böse, aber
Habt ihr eure eigene Base? Krass, Alter. Ey, was habt ihr so? Habt ihr hier viel? Ja, anscheinend haben die ja nichts. Da ist Güsal. Güsal heißen die Dinger, glaube ich. Damit können wir die Schokobons dann füttern. Schokobons, Schokobons, nein, ich habe meinen Spitzhacke vergessen, das hätten wir die Kohle da abbauen können. Egal, wir gehen später wieder drauf zurück. Wir können mal das Zuckerrohr hier schon mal holen. Schafe, scheiße, warum suchen wir keine Schafe? Ich will das Problem nicht schon wieder haben. Lass Schafe suchen jetzt. Und das Ganze schnell. Lass mal dahinter gehen oder so. Ich schau mal schnell auf meine Karte, wo vielleicht dahinter. Ja, lass mal da so hingehen. Lass mal jetzt nach Schafen suchen. Und ich muss auf jeden Fall. Wo wohne ich denn eigentlich? Da? Nee. Wartet mal. Ich muss mal zu meinem Haus zurück. Und muss dann mal wissen, wo mein Haus steht, damit ich einen Marker setzen kann. Weil wenn ich zu meinem Haus nicht mehr zurückfinde, wäre das total scheiße. So, da ist mein Haus. Ich sehe es ja schon. Ja, dann lass mal lieber zum Haus gehen. Ist besser. Ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumhocken und dann unser Haus nicht finden. Stimmt, Schokobon. Schokobon. Oh! Stimmt, ja, hier war die Lava. Ein paar Blumen mitnehmen. So, also hier ist das Haus sozusagen. Schreiben wir einfach hin, Haus. Enter, 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 Enter. Gut. Da haben wir nämlich schon mal zwei Points gesetzt. Einmal die Festung und einmal unser Haus. Craft das mal schnell um. Haben wir denn schon Kohle geholt? Nein. Natürlich, warum? Mann, ich vergesse echt alles, ey. Lass mich hier raus. Wo ist die Sonne? Nein, nein. Sonne, lass mich noch kurz Kohle holen, bitte. Und noch ein bisschen Stein. Es dauert wirklich nicht lange. Wirklich nicht lange. Nein, Sonne, Alter. Nein, hier gibt es natürlich keine Kohle. Egal, lass Stein abbauen. Scheiß auf Kohle erstmal. Lass erstmal Stein abbauen. Da können wir uns dann erstmal Steinrüssi machen. Aber warum gibt es hier keine Kohle? Willst du mich verarschen? Kohle gibt es eigentlich fast in jeder Mine. Das ist schon wieder ein bisschen zu leise. Kann das sein? Keine Ahnung, ich lasse den Ton jetzt einfach so. Ja, also wir nehmen jetzt ein bisschen Stein hier auf jeden Fall mit. Wenn wir erstmal gerüstet sind, so für den Anfang überhaupt. Wir haben jetzt 15 Steine. Oh mein Gott, es wird dunkel. Noch ein bisschen. Oh, ich sehe von dem festen Eingang das Redstone. Oh, hier könnten wir eine geile Base reinsetzen, fällt mir gerade. Lass jetzt hier die Base machen. Lass jetzt hier noch eine Base machen, da können wir die Festung noch beobachten. Lass hier jetzt eine Base machen, Alter. Ich habe gerade so Bock, hier noch eine kleine zweite Base reinzuhauen, ey. Ohne Spaß. Oh, wie geil. Hier machen wir dann den Eingang hin. Aber da mache ich jetzt erstmal zu. Wie geil, Alter. Das ist doch mal eine richtig geile Base. Wenn wir das jetzt hier noch alles mit Holzboden so machen, haben wir eine richtig kleine geile Base. Eigentlich so schon mal. So eine Anfangsbase könnte man das so sagen. Und wir können jetzt hier noch ein bisschen im Stein rumgraben. Damit wir überhaupt was zu tun haben und ich es nicht schneiden muss. Ich meine, ich könnte es auch schneiden, aber so können wir noch ein paar Steine abbauen. Und können vielleicht auf Kohle hoffen. Das wäre natürlich spitze. So, die Bären werden doch nachts wütend. War das nicht so? Keine Ahnung. Ach, lass lieber nach Hause gehen. Wir bauen die Festung ein anderes Mal. Eine Axt hab ich mit, gut. So. Na, Geronimo! Okay. Scheint kein Monster zu sein. Ach, da ist ein Zombie dort. Ey, Zombie, was geht? Geh weg! Geh wieder weg, ich hab dir nichts getan. Geh weg, geh weg, geh weg. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. So, jetzt machen wir den Laden dicht. Und bauen jetzt hier unser Dach erstmal. So einigermaßen fertig. So. Und erstmal alles in die Kiste ablegen, was wir überhaupt jetzt wieder alles haben. So, dann hole ich mir meine Pflasterstellen hier ran. Und mache erstmal einen Ofen. Damit wir erstmal einen Ofen haben. Ist natürlich auch noch ein wichtiges Grundprinzip mit. Ja, die Kiste ist schon fast voll. Warum setze ich dann den Ofen dorthin? Ach, Mann. So, das heißt jetzt den Ofen dann dorthin. Und mach gleich noch eine zweite Kiste. So. Damit wir noch mehr Platz da drin haben. Genau.
So, Kohle wollte ich dann holen eigentlich. Habe ich vergessen. Ich esse mal den Apfel hier noch. Ach, Essen ist dann hier immer so eine Sache. Aber was will man denn machen? So, jetzt mach ich mir erstmal. Hier Steinwerkzeug. Gibt es eigentlich Erfolge? Wo waren wir denn? Achso, wir sind schon soweit. Können wir versuchen, dann später noch alle Erfolge zu machen. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Stöcke draus und bewaffnen uns. Ich wollte gerade sagen, wir machen eine fette Steinrüstung. Aber wir sollen das tragen, als sollen bitte schon Stein tragen. So, machen wir uns ein Steinschwert sogar noch. Und machen wir uns noch eine Steinschaufel. Die ging aber so. Und weil es so schön war, noch eine Steinaxt. So und so. So, dass wir gleich erstmal schon Steinrüstung hier haben, komplett. Das macht sich nämlich auch erstmal gut. Das machen wir mal weg. Warum nehme ich nicht meine Axt? Warum nehme ich nicht meine Axt? Achso, ich wollte ja bloß das einen abbauen. Wir können jetzt schon mal einen Boden reinzimmern, obwohl brauchen wir einen Boden. Ich weiß nicht, wie lange wir hier wohnen bleiben. Ich denke mal nicht so lange. Wir werden uns dann bestimmt schon in der nächsten oder übernächsten Folge ein richtiges Haus bauen. Aber Kohle will ich jetzt die Folge noch unbedingt. Was ist das hier eigentlich? Heal the Player. Nein, wir cheaten nicht. Was ist das? Turn the Dead Mode. Okay. Wir cheaten auf jeden Fall nicht. Wir können ja uns hier selber behilflich sein. Aller Anfang ist schwer. Lass mal lesen. Achso, das war dieses hässliche Buch. Das können wir später dann eigentlich in die Lava werfen. Das brauche ich nicht so wirklich. Ich weiß, was wir machen. Wir haben doch. Haben doch auch schon mal das gemacht. Wisst ihr noch, wo ich meine eigene Mine hier gebuddelt habe? Ah, das wisst ihr bestimmt noch. Bei Minecraft Überlebensprojekt habe ich ja meine Mine da gebuddelt. Ich sehe jetzt hier gar nichts, Alter. Meine Helligkeit ist schon auf ganz hell. Was ist das? Ich sehe nichts. Ich brauche Fackeln und da brauchen wir Kohle. Also lohnt sich es hier noch nicht runter zu gehen. Scheiße. Scheiße. Oh! Mann, ich hasse Redstones. Schrecklich immer übel voll. Ah, guck, jetzt können wir hier eine kleine Höhle bauen. Können wir es denn sozusagen hier schon mal runterkramen? Das Redstone gibt uns ja ein bisschen Licht. Und so können wir jetzt eine kleine Mine hier wieder kramen, wie bei Überlebensprojekt. Und wenn wir Glück haben, finden wir Kohle. Aber wie gesagt, nur wenn wir Glück haben. Und das Glück steht wohl gerade nicht auf unserer Seite und deswegen werden wir bestimmt auch keine Kohle finden. Und mit einer Steinspitzhacke können wir leider kein Redstone abbauen. Sonst hätte ich gesagt, dass wir das jetzt mal machen, aber okay. Vielleicht ist hier irgendwo am Boden Kohle, wo wir noch was sehen. Hier sehe ich nicht mehr. Graben wir uns hier mal noch runter. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, Kohle, das ist immer so eine Sache mit der Kohle hier heutzutage. So, machen wir hier wieder zu. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwelche Viecher kommen. Das können wir offen lassen. Die kommen da sowieso nicht durch. Nämlich da haben wir jetzt schon mal eine Lichtquelle. Für unser... Warum gehst du aus? Lass dich ausgehen. Scheiße, jetzt da und so. Wie sieht es denn draußen aus? Da ist der Mond. Okay, das kann noch lange dauern, wenn der runtergeht. Habt ihr eine Idee? Warte mal. Lichtquelle. Wir schauen jetzt hier mal rum. Das ist eine Fackel. So, die macht man ja bloß aus Kohle. Und Holzkohle haben wir gerade nicht. Hätte ich schon mitgedacht. Hätte das Holz nicht gleich umgecraftet. Ich bin doch so klug. So, schon mal weiter, wo es vielleicht noch eine andere Fackel gibt. Was sich vielleicht aus anderem Material Schildschutztester craften lässt. Ja, das ist hier schon wieder so eine Sache. Nee, haben wir nicht. Nicht. Nee, das sieht wohl nicht so gut aus. Da müssen wir jetzt wirklich mal durch. Wir müssen wirklich mal rausgehen. Ach, wisst ihr was, Leute? Was soll denn das hier? Ich gehe jetzt hier einfach raus. Scheiß doch einfach drauf. Wir werden schon nicht sterben. Und wenn wir sterben, ist Spiel ja kein Hardcore. Deswegen ist es ja gut. So, ich mache mir jetzt hier so eine Treppe. Nehme meine Steinachse noch mit und dann kann es schon wieder losgehen hier nach draußen. So, machen wir mal auf den Laden.
Lol. Oh fuck, das sind Haufen Endermans. Ne, das wird nix. Warum hat das ein Kühe? Hier sind noch ganz normale Tiere, Schokobons. Also brutal sieht das hier draußen gar nicht aus, außer die Endermans sind auch kacke. Nicht angucken. Da sind aber noch Zombies, da sind Pinguine. Ja, die tun ja nichts, glaube ich. Ey, Schokobong, beschütze mich, falls was passiert. Das ist ein Bär. Werden die nicht wütend? Ne, du bist ein ganz lieber Bär. Der Zombie, der geht mir ein bisschen auf die Eier, aber. Ist das Eisen? Nein, nee, das ist Aluminium, hä? Zombie? Nein, jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Warte mal. Das ist Aluminiumkies. Wir haben Aluminium gefunden. Aluminium gefunden. Schau mal cool. Das ist Aluminium gefunden. Haben. Wir haben noch einen grünen Kristall bekommen. Schocklingon. Das können wir mit Aluminium. Emerald Short. Cool. Das können wir eigentlich mit Aluminium anfangen. Ey, ja, lass mal Schneeballon.